E-Sports, Gaming und Streaming. Und das ist jetzt ein Podcast, den ich dezidiert deswegen mache, weil ganz viele Leute mich angeschrieben haben, weil ich ja das Gaming mal erwähnt habe. Ganz kurz als Hinweis für die, die es nicht gehört haben. Gaming ist mittlerweile weit über 20 Milliarden Euro am Marktwert alleine in Deutschland. Also ein Viertel der Automobilindustrie, obwohl es diese Industrie des Gamings ja eigentlich erst seit ein paar Jahren gibt. Und ganz viele haben mich angeschrieben, die auch Kinder haben, die Auszubildende haben in ihrem Betrieb, die halt sagen, ist dieses Gaming nicht was, wo Leute sich abkapseln, ihr Leben nicht mehr im Griff haben und haben ganz viele Sorgen. Und statt immer über Streaming zu reden, sprechen wir heute mal mit Leuten, die Streaming professionell betreiben. Herzlich willkommen, Henning. Moin, hallo Nils. Moin. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Du machst jetzt professionell Streaming. Kannst du ganz kurz sagen, wie du dazu gekommen bist? Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich spiele Computerspiele und lass Leute dabei zugucken und die bezahlen dann dafür auch noch? Interessanterweise habe ich schon immer Computerspiele gespielt. So. Das war so ein bisschen mein Ruhepol gewesen, tatsächlich, ja, nach der Arbeit zu Hause. Und es kam einfach irgendwann mal die Idee, warum nicht auch ins Internet das Ganze übertragen? Und damals angefangen mit einer Community, die ich mir aufgebaut habe, um so aber auch mehr natürlich Werbung zu machen, um die Community wachsen zu lassen. Mhm. So hat es dann damals angefangen, tatsächlich, ja. Mhm. Das heißt also, du hattest nicht von Anfang an gesagt, ich spiele Computer, um damit Geld zu verdienen. Das hat sich also quasi ergeben. So ist richtig, genau. Das war damals 2015, da habe ich das allererste Mal angefangen zu streamen und das war auch einfach nur just for fun. Mhm. Das heißt, wenn jetzt haben natürlich viele wieder, dann hören die Computerspiele und natürlich haben viele, das ist auch klar bei diesen Mails rausgekommen, viele haben Angst vor einer sehr präsenten Gewalt, die natürlich auch dann durch gewisse Reportagen, wir hatten ja jetzt eine sehr, sehr fragwürdige, um nicht zu sagen katastrophale Reportage von Frontal 21 über angebliche Rechtsradikale in diesen Streaming-Plattformen und so weiter. Wenn du jetzt mal Revue passierst, ich bin ja bei deinem Kanal auch dabei, welche Spiele spielst du da? Oh, tatsächlich wenig Aggressives. Es ist eher so tatsächlich so ein bisschen das Runterkommen, das ich sage immer gerne die Nerd-Games, die werden auch tatsächlich viele belächelt als die Henne-Spiele, weil das echt so Spiele sind, die eher so die gemütlichen, ich baue was auf, ich pflanze irgendwas, ich verdiene mein Geld in dem Spiel damit, um dann mir was Neues zu kaufen und so Produktionsketten herzustellen. Mhm. Gemütliche Sachen tatsächlich eher. Bei mir wird es weniger Baller-Action-Killer-Sachen geben. Ja, und ein Spiel von dem, was du spielst, da baust du ein Krankenhaus auf, richtig? Project Hospital, da baust du ein Krankenhaus auf. Project Hospital, genau. Und das ist zum Glück auch tatsächlich sehr realitätsnah mit den Fällen, die da reinkommen. Das ist jetzt nicht so lachhaft irgendwie veralbert, sondern es macht halt auch Spaß, weil es realitätsnah mit den Fällen ist, die da medizinisch reinkommen. Mhm. Darf ich kurz fragen, was du beruflich machst? Ich arbeite hauptsächlich im Rettungsdienst als Notfallsanitäter und tatsächlich im Nebenjob sogar auch noch im Krankenhaus. Daher ist es immer ganz, nach so einem Dienst im Krankenhaus hat man immer mal Lust, das Krankenhaus hier nochmal selber architektonisch nachbauen und die eigenen Fälle dadurch jagen, das juckt dann in den Fingern da drin tatsächlich. Also das heißt, virtuell wird dann quasi nochmal wirklich weitergespielt, was man quasi im Berufsleben auch macht. Und jetzt hattest du gesagt, du bist jetzt Notfallsanitäter, um das mal, diese Begriffe sagen ja vielen nicht, die sich mit der Branche nicht auskennen. Das ist, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, je nach Bundesland ist es die letzte Stufe Unterarzt oder es ist bereits gleichgestellt mit Arzt? Grob gesehen richtig, genau. Der Notfallsanitäter ist eine 3-jährige Ausbildung und je nach Bundesland, so ist es richtig, wo man auch schon sagen muss, je nach Landkreis kann man es auch schon eingrenzen, darf ich sogar auch ärztliche medizinische Maßnahmen durchführen, wie Medikamentenapplikation ohne einen Arzt dabei zu haben, invasive Maßnahmen ohne einen Arzt dabei zu haben. Das sind die Freigaben für den Notfallsanitäter, ja. Das ist ja schon mal ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören, die halt glauben, wer Gaming macht, hat sein Leben nicht auf der Reihe und macht keine Ausbildung und hängt nur noch vorm Computer. Da kann man ja klar sagen, dass das, also auch wenn ich mir andere Streamer ansehe, ist es ein großer Mythos, oder? Richtig, ja, doch. Ja. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, dein Stream, das ist ja der Stream Hüdel, den gibt es ja auf Twitch. Twitch ist eine bekannte Streaming-Plattform dafür. Und du machst es ja so, dass tatsächlich auch die Leute, die bei dir nicht bezahlen, tatsächlich ja alles machen können. Das heißt, die können bei dir in Chat reinschreiben, die können mit dir interagieren. Das heißt also, es ist komplett freiwillig, ob Leute bezahlen oder nicht. Bei anderen Streamern, die sagen halt, zugucken kannst du gerne kostenlos. Wenn du mehr machen willst, dann, ich glaube, das beginnt bei 3 Euro im Monat, musst du hier was bezahlen. Jetzt ist die Frage, und davon kriegen dann natürlich die Streamer einen gewissen Anteil von der Plattform, klar. Warum machst du das kostenlos? Weil ich es tatsächlich, also natürlich ist irgendwann mal der Wunsch,
Rettungsdienst, Schichtdienst ist natürlich auch was, was man nicht ewig machen kann. Ja. Und der für mich tatsächlich noch ein bisschen utopische Wunsch ist es natürlich auch irgendwann mal mit zwei Jobs vielleicht mal einen so zu reduzieren, dass man im Umkehrschluss mit dem Gaming, was ich ja sowieso hobbymäßig gerne auch mache, so viel Geld zu verdienen, um den Stress des Schichtdienstes zum Beispiel zu reduzieren. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es mir bisher irgendwie tatsächlich noch eher unangenehm ist. Also ich meine, ich spiele ein Spiel und unterhalte mich lustig mit den Leuten und es kommen welche dazu und man unterhält sich nett. Und da wäre es mir unangenehm, wenn ich dafür Geld, also nicht wegen des Inhaltes, dafür Geld verdienen, verlangen wollen würde, sondern weil ich es einfach mache für Entertainment, weil ich auch weiß, es gibt Leute, die kommen nach Hause, so habe ich es damals auch gemacht, möchte irgendwie jetzt nicht eine Serie gucken, möchte jetzt irgendwie nicht Fernsehen gucken, sondern gucke mir vielleicht auch gern einfach das Spiel an und habe vielleicht zu dem Spiel eine gezielte Frage, wie funktioniert das und der Ablauf. Ich weiß es nicht. Also es widerstrebt mir, dass ich da voraussetze, dass man dafür bezahlen muss. Man kann es unterstützt mich, man hat minimale Vorteile dafür. Es ist aber keine Voraussetzung, Geld zu zahlen, um mir zuzugucken und mit mir zu interagieren. Ja, weil ich weiß auch, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die freiwillig bezahlen. Jetzt ist die Frage natürlich, warum machen das dann Leute, dass sie sagen, ich könnte es kostenlos haben, trotzdem bezahle ich? Was glaubst du, was ist deren Motivation dahinter? Viele Rückmeldungen, die ich tatsächlich bekomme, ist Support, tatsächlich Support. Und das ist mir tatsächlich irgendwie auch als norddeutsches Licht, wie ich es eins bin, ist es immer für mich schwierig, tatsächlich Komplimente und Anerkennung anzunehmen und zu erleben tatsächlich und zu fühlen. Und viel Rückmeldungen, dass die Leute dann Geld investieren, ist tatsächlich der Support, den sie mir geben möchten als solches. Mhm. Es gibt von der Plattform selber aber auch noch Vorteile, zum Beispiel, wenn man ein sogenanntes Abonnement abschließt. Ich korrigiere dich einmal kurz, das sind 4,99 das Mindeste, quasi das günstigste, also was man da abschließen Euro, kann. Und Fünfer, so. Und man kriegt im Chat gibt es so kleine Smileys quasi, Emotes dort genannt. Da habe ich quasi für meinen Kanal eigene Smileys drinne. Die würde man dazu bekommen. Man hätte einen werbefreien Stream. Es gibt sonst zu Beginn eines Streams einen 30-sekündigen eingespielten Werbeblock sonst, der regulär stattfindet. Der fällt dann auch weg und man so kann, das habe ich bei mir auch mit drin, so kleine Gimmicks mit einbauen, wie dass man mit einem bestimmten Befehl im Chat Sounds abspielen kann, die man als zum Beispiel nicht bezahlender Zuschauer nicht abspielen kann. So kleines Tralala. Ich weiß, das mit den Sounds mache ich ja immer. Das ist ja richtig. Richtig. Ja, ich habe mir einfach überlegt, was zahle ich für einen normalen Kinobesuch? Klar, Kino hat auch höhere Fixkosten, andererseits ein Stream. Da habe ich ja schnell mal auch 6-8 Stunden Unterhaltung bei einem Spiel, wo ich mich ansonsten, ich müsste das Spiel kaufen, ich müsste mich einarbeiten, ich müsste es vor allem können. Und so gut bin ich beim, also früher habe ich mehr gespielt, heute bin ich einfach nicht mehr gut genug, um diese Spiele dann auch entsprechend gut genug zu spielen. Das würde viel zu lange dauern. Also von daher fand ich jetzt 5 Euro wohlgemerkt nicht pro Stream im Monat, fand ich jetzt fair. Zumal, weil es war ja noch so, wenn man Amazon Prime Mitglied war, konnte man ja das darauf verwenden. Also ich musste ja nicht mal wirklich was bezahlen. Wer bei Amazon Prime dabei war, konnte direkt das quasi auch unterstützen, weil ich glaube, Twitch gehört zur Unternehmensgruppe, oder? Das ist dieselbe Unternehmensgruppe wie Amazon, soweit ich weiß. Genau, Twitch gehört zu Amazon. Und es ist auch nach wie vor so, dass man als Prime-Mitglied die Konten verbinden kann, neben dem, dass man dann einmal im Monat einen beliebigen Streamer ein Abonnement schenken kann, ohne als selber Ausgaben dafür zu haben, hat man sogar auch noch das sogenannte Prime Gaming. Also Amazon bzw. Twitch bietet sogar noch Gratis-Spiele an, innerhalb, glaube ich, die ändern sich, glaube ich, monatsweise, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, kriegt man Gratis-Spiele, die man da runterladen und nutzen kann. Ja. Jetzt kommt natürlich immer ein großes Problem, dass ich natürlich gerade beim Thema Gaming, was ja von vielen jüngeren Leuten in Anspruch genommen wird, tendenziell ist jetzt die Medienwelt eher in der Kontrolle einer älteren Generation, was ja auch mit Ausbildungswegen und zu tun hat, die man sich da aneignen muss, um Qualitätsjournalismus zu liefern, das aber teilweise eben damit endet, dass eben oft diese Plattformen in den Kontext gebracht werden. Wenn ich mir nur die letzten Wochen angucke von dem, was ich mitbekommen habe, da haben wir einen bekannten Streamer Knossi, dem wird derzeit vorgeworfen, ich betone vorgeworfen, es gibt noch keinen Schuldspruch, nichts, dem wird vorgeworfen, dass er illegal Glücksspielwerbung gemacht hat. Einem Streamer namens Montana Black wird Frauenfeindlichkeit und Sexismus vorgeworfen. Was glaubst du, woran liegt das, dass solche Leute, die dann ja auch oftmals noch viel Gefolgschaft haben, so eine Präsenz bekommen, obwohl die sich ja, also ihr seid mal ehrlich, wenn sich ein erwachsener Mann eine Krone aufsetzt und sagt, ich bin der König des Internets, also normal ist anders, glaube ich, kann man mal ganz freundlich sagen. So, warum bekommen solche Leute, die sich so verhalten, auch noch so viel Gefolge? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das die
die Eigenschaft des Internets, die Anonymität mit sich bringt. Es ist vielleicht so ein bisschen, ich möchte jetzt Montana Black oder Knossi auch nicht auf die Füße treten oder zu nahe treten, aber es ist, glaube ich, einfach die anonyme Sensationsgeilheit. Ich kann mit einem mir völlig ausgedachten Namen einfach nur in Form eines Namens in einem Chat auftauchen und ich muss ja nicht mal chatten und kann mir diesen Menschen angucken und einfach erleben, wenn er da irgendwie völlig ausrastet oder rumpöbelt oder Menschen beleidigt und kann quasi sensationsgeil daran teilnehmen. Ja. Und dadurch, dass es viel auch live einfach statt, oder es findet ja live statt, es ist ja Livestreaming, gar nicht den großen Filter schon aufgesetzt bekommen hat, mit dass im Nachhinein irgendwas zensiert worden ist, sondern man live dabei ist, wie andere Leute sich zum Löffel machen, Sachen sagen oder sich verhalten. Ja, zum Löffel machen ist auch schön gesagt, ja. Jetzt merkt man ja langsam, wo es mehr in die Öffentlichkeit kommt, dass die Plattformen in Sachen, das nennen wir in unserer Geschäftswelt Compliance, also Regulatorik, durchaus nachziehen. Das ist ja auch immer eine Sache, wo viele sagen, wenn wir was feststellen, tun die Plattformen denn was? Von deiner Wahrnehmung her, wenn jetzt was passiert ist, zum Beispiel Leute haben im Chat andere Menschen beleidigt oder ähnliches, was natürlich in der Anonymität schnell passieren kann, tun die Plattformen etwas, um dem entgegenzutreten? Ja. Durchaus. Gerade die Plattform Twitch fängt jetzt gerade an, weil sie auch selber merken, da hat zu wenig Kommunikation und Transparenz stattgefunden. Und das schreiben sie sich jetzt gerade auch groß auf die Fahne. Das muss verbessert werden, das muss besser werden. Die haben jetzt auch ihre Richtlinien und ihre Guidelines geändert, die zum Mitte Januar in Kraft treten, die neuen. Und mittlerweile ist es auch so, wenn es irgendwelche Haters, Beleidigungen, Trolls, werden sie dann auch gerne genannt, und die irgendwie rumpöbeln oder wie gesagt Beleidigungen im Chat von sich geben oder einfach nur durch ihr Dasein einen beleidigenden Nick haben oder einen Namen so da haben, die kann man dann melden. Das gibt nach wie vor diese Möglichkeit, jemanden an User, Benutzer zu melden. Ich als Streamer oder auch meine Moderatoren haben auch die Möglichkeit, die jeweilige Chatnachricht zu löschen, dass die Menschen nur noch sehen, da steht nur noch Nachricht gelöscht, da steht die Beleidigung oder was auch immer nicht mehr nachlesbar für alle, die dabei sind. Machen deinen Stream-Moderatoren, die quasi während du streamst auch aufpassen, die quasi da. Ja, genau, okay. Neben mir selber, bisher ist es einer, ich habe gerade für neu geworben quasi, weil der natürlich auch nicht immer da sein kann und ich auch nicht immer hundertprozentig im Chat sein kann. Gibt es auch Moderatoren, die noch zusätzlich einen Blick drauf haben, genau. Und dann gibt es die Möglichkeit, diese User zu melden. Dann gibt es eine Rückmeldung. Wir haben ihre Meldung erhalten. Und mittlerweile, das ist jetzt für Twitch aber auch neu, gibt es auch die Rückmeldung, was aus dieser Meldung passiert ist. Wir haben festgestellt, ihre Meldung ist berechtigt. Es hat gegen die Guidelines verstoßen. Wir haben die nötigen Maßnahmen getroffen. Ja, sehr schön. Das sind doch schon mal schöne Schlussworte. Ich denke, wir haben hier schöne Einblicke bekommen, wie nicht nur, also erstmal wird klar widerlegt, dass dieses typische Streaming und Gaming ist, was für Leute, die ihr Leben nicht auf der Reihe haben, ein völliger Mythos ist. Wir merken auch, dass das Leute machen, die einen ganz normalen Beruf haben und die trotzdem große Freude dran haben, eine Community dort zu führen. Die Leute möchten auch niemanden ausnehmen. Jede Zahlung ist da freiwillig. Also von daher, man kann supporten, was ich auch tue, man muss es aber nicht. So ist und das ist vor allen Dingen auch ganz wichtig, wenn es negative Tendenzen gibt, wird da tatsächlich auch was getan, was eben auch nochmal ganz wichtig ist. Und nicht ganz zum Schluss muss man eben auch sagen, denn es werden ja viele diesen Podcast hören. Wir haben ja dieses Jahr über 15.000 bekommen. Das ist, finde ich ja schon, hätte ich nie mit gerechnet, gerade am Anfang nicht. Viele werden sich ja jetzt fragen, ist das für uns relevant? Wenn Sie sich überlegen, dass mittlerweile große Firmen wie Volkswagen Präsentationen neuer Automodelle auf Twitch zum Beispiel machen und wir haben hier eine Industrie, die es nur ein paar Jahre gibt, die aber jetzt bereits quasi einen Viertel des Wertes der Automobilindustrie Deutschlands, einer Industrie, die es seit über 100 Jahren gibt, bereits jetzt abbilden, müssen wir einfach auch, und das richtet sich insbesondere an Führungskräfte, die jetzt zuhören und natürlich an Eltern, sie haben gar nicht die Wahl, ob sie sagen, sie beschäftigen sich damit oder nicht. Sie müssen sich damit beschäftigen, weil es eine Relevanz in der Wirtschaft ergeben wird in den nächsten Jahren, derer wir uns stellen müssen. Und deswegen möchte ich hier ganz zum Schluss vor allen Dingen natürlich eins noch sagen, bitte beschäftigen Sie sich damit. Gerne, ich glaube, Henning, bei dir, es gibt in dem Chat die Altersgrenze, glaube ich, bei deinem Team ist 18. 18 ist Mindestalter, das, soweit ich mich erinnere. Ist das richtig? So ist richtig, ja. Genau, es könnten auch Leute reinkommen, die 30, 40, 50, 60, 70, 80 sind und sagen, ich möchte auch mal reinschauen. So ist es. Jeder ist herzlich willkommen. Sehr schön, wunderbar. Dann stelle ich den Link zu deinem Kanal auch nochmal hier unten in die Shownotes von dem Podcast und dann bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen. Henning, vielen Dank für deine Zeit. Nils, ich habe auch zu danken. Vielen Dank für das angenehme Interview.